Hallo und moin aus Hamburg. Der Regionalpark Wedeler Au hat eine Dünenroute ausgeschrieben. Das fand ich ganz spannend und habe mich auf den Weg gemacht. Diese Dünenroute ist etwa 23 Kilometer lang. Ich habe meine Tour im Forst Löwenstein begonnen. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, an denen man diese Tour beginnen kann. Über eine Fußgängerbrücke kommt man in die Siedlung Waldenau. Die streife ich aber nur kurz, um ins Bredenmoor abzubiegen. We'll be right back.
Diese Tour führt über weite Strecken über sogenannte Spurbahnen. Hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht von der Bahn abkommt. Auf dieser Strecke kommt man häufig an Baumschulen vorbei. Viele dieser Bäume und Büsche werden auch mal in Hamburg blühen und grünen. Hier bin ich bei den Holmer Sanddünen angekommen, die der Tour ihren Namen geben. Dieser wunderschöne Teich lädt dann auch gleich zu einer Rast ein. Sitzplätze gibt es hier genügend. Thank you.
jetzt geht's für mich zurück durch den Klövensteener Forst. Ich hoffe, diese Tour hat euch gefallen. Macht sie am besten selber mal. Rechts und links dieser Tour ist noch viel zu entdecken. Und so sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.